Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge und wir haben heute was Besonderes. Wir haben das SteelSeries Arctis 9X und das ist ausgelegt für das kabellose Spielen auf der Xbox und auch dementsprechend auf dem PC. Endlich haben wir ein Headset, welches im vollen Umfang kommt und auf der Xbox funktioniert kabellos. Denn wir wissen ja, wir haben immer Schwierigkeiten gehabt mit Headsets. Kabellos hat nie funktioniert, immer über Klinke hier, ja, in den Controller und dann hat das Ganze funktioniert und hier ist es einfach kabellos. Entweder man hat früher immer auf das Astro 50 zurückgegriffen, das ist natürlich günstiger, oder man hat auf Turtle Beach zurückgegriffen. Und SteelSeries springt jetzt hier mit in den Ring und hat hier zum Beispiel die Konstruktion, Langlebigkeit, wie wir das schon vom Arctis Pro kennen, sagen von sich aus, wir haben ein klares Mikrofon, ein gutes Mikrofon und wir können zum Beispiel den Game Chat und den Spielsound einfach trennen. Wir haben hier einmal Xbox Wireless, das ist sehr, sehr wichtig, denn das ist dieselbe Technologie wie einfach auch der Controller von der Xbox, einfach per Knopfdruck, Pairing und es funktioniert. Wir haben aber auch Bluetooth, heißt du kannst dein Smartphone hernehmen und kannst telefonieren zum Beispiel, also während du zockst oder zum Beispiel direkt über Smartphone, über Discord mit deinen Freunden sprechen. 6 Meter Reichweite, 20 Stunden ungefähr Akkudauer, 32 Ohm Impedanz und wir haben hier auch die Frequenz und die Empfindlichkeit niedriger als es beim Arctis Pro ist, also das Headset so mal auf Deutsch gesagt etwas abgeschwächter, also kommt nicht ganz an das Arctis Pro ran. Vom Grundaufbau wie das Mikrofon, das Design, das Kopfband und die Ohrpolster kommen hier einfach aus der Arctis-Linie. Im Lieferumfang Micro-USB-Kabel zum Laden und Gebrauchsanleitung. Typisches Design. Wir haben hier keine LED-Beleuchtung, aber wir haben hier ein schwarz-grünes Design im Kopfband an die Xbox angelehnt. Auch hier lässt sich das Ganze einstellen. Hier auch wieder Kunststoff, aber auch Metallbügel. Weiche Ohrpolster für Brillenträger optimal. Sitzt angenehm auch auf dem Kopf, drückt nicht. Das Mikrofon lässt sich hier auch komplett wieder rausziehen, reinziehen. Hier links können wir Chat und Sound einstellen, Mikrofon auf der anderen Seite. Lautstärkeregler, Stummschaltetaste, Bluetooth-Taste, einschalten, aufladen. Und einen Klinkenanschluss, also du kannst auch über Klinke alles benutzen. Das bedeutet, du kannst es an deiner Playstation benutzen, über Klinke, an deinem Controller. Und das Ganze gilt auch natürlich für den Nintendo Switch oder für allgemein über Bluetooth Smartphone. Das Ganze unterstützt auch Windows Sonic, das heißt, du hast hier einen virtuellen Surround Sound über die Xbox. Du kannst aber auch natürlich über den Wireless Dongle an deinen PC das Ganze anschließen. Hört sich auch an sich besser an, als wenn du das Ganze über Bluetooth an deinen PC ansteckst. Vorteil ist natürlich, beides gleichzeitig zu benutzen, Xbox und PC oder Smartphone, aber das ist wichtig zu beachten. Du hast auch eine Software, da kannst du den Equalizer und alles weitere auch noch einstellen. Ansonsten vom Aussehen her, vom Äußeren her, kaum Unterschied zum Arctis Pro. Zum Arctis 9X. Definitiv ist es ein sehr gutes Xbox-Headset. Funktioniert ganz einfach. Ein Klick und dann läuft das Ganze. Der Sound auf der Xbox ist echt top. Was mir aufgefallen ist, der ist ausgeglichen für den Preis. Preis-Leistungstechnisch echt in Ordnung. Ich habe eher das Gefühl, dass die Ohrmuscheln sehr meine Ohren berühren, also fast aufliegen. Habe ich so beim Arctis Pro nicht, habe ich nochmal getestet. Das ist mir noch aufgefallen. Ansonsten passt alles, ihr könnt alles benutzen. Ein Nachteil, wenn du das Ganze auf den anderen Konsolen benutzen möchtest, grundsätzlich über Klinke, ist die Grundlautstärke auf jeden Fall top. Also eine Soundkarte brauchst du nicht, wirst auch Spaß haben an der PlayStation 4 im Controller, zum Beispiel an der Nintendo Switch, überhaupt kein Problem.
Aber das Mikrofon funktioniert nicht. Das Mikrofon funktioniert über Klinke nicht. Hat zumindest bei mir nicht funktioniert. Das heißt, für den PC empfehle ich dir den Dangle, den Wireless Xbox Dangle, den man ja auch so für Controller bekommt, für einen Elite-Controller zum Beispiel, oder halt dann wirklich kabellos über die Xbox. Dieser Nachteil kommt halt dann zu tragen, wenn man auf mehreren Konsolen oder auf mehreren Plattformen spielen möchte. Ansonsten ist das Headset definitiv für die Xbox ein sehr guter Wegbegleiter und eine gute Alternative zu teuren Headsets. Schreibt mir eure persönliche Meinung und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.